Schnappesfisch. Ein gelber Koi. Über einen Meter lang. Größer, schöner und teurer als alle seine Artgenossen. Dem Edelfisch steht eine große Reise bevor. 60.000 Euro stehen auf dem Spiel. Dann bin ich mal gespannt, wie der ankommt, ob der auch gut ankommt und in bester Form ist. Denn der Transport ist ja auch immer ein Risiko. Hier wird der Jumbo-Koi demnächst einziehen. In einen Teich in der Schweiz. Noch weilt er 10.000 Kilometer entfernt und ahnt nichts von seinem zukünftigen Luxusdomizil mit Aussicht auf den Genfer See. Für Japaner ist ein Koi nicht nur ein Fisch. Er steht für Kraft, Glück und für die Liebe. Einmal im Jahr wehen unzählige Koi-Flaggen überall im Land. Symbole der Stärke und Zukunft Japans. Die starken Fische spielen auch in seinem Leben eine wichtige Rolle. Joji Konishi ist einer der bekanntesten Koi-Züchter und Händler Japans. Von diesem gelben Karashi-Goi, was übersetzt Senf-Koi heißt, muss sich Joji Konishi in einer Woche trennen. 6 Jahre lang hat er ihn großgezogen. 1,10 Meter misst der Riesenfisch und wiegt 35 Kilogramm. Ein so großer Koi ist ausgesprochen selten. Er ist wie ein Haustier, wie ein Teil unserer Familie. Dass er eine solche Größe erreichen würde, hätte ich nie gedacht. Er sieht schon fast so aus wie ein Zehnjähriger. Jetzt geht er für immer nach Europa. Das macht mich ein bisschen traurig. Einen so großen Fisch so weit auf die Reise zu schicken, ist eine Herausforderung, die es in der Firmengeschichte der Konishis bisher noch nicht gegeben hat. Mit ihm hat alles begonnen. Toshikatsu Konishi. Die Welt der Koi lässt den 84-Jährigen nicht mehr los. Täglich schaut er in der Firma vorbei, obwohl er die Geschäfte schon längst seinem Sohn übertragen hat. Joji Konishi leitet das Familienunternehmen mit Leidenschaft und hat ein besonderes Faible für die gelben Koi. Das ist der einzige meiner Koi, der mich küsst. Das macht sonst kein anderer. Der dritte im Bunde, Makoto Konishi. Er wird das Familienunternehmen einmal weiterführen. Noch lernt der 28-Jährige von Vater und Großvater. Seit über 70 Jahren arbeiten die Konishis im Koi-Geschäft. Von Hiroshima aus beliefern sie Koi-Liebhaber auf der ganzen Welt. Vor allem dem Ehrgeiz des Großvaters verdankt die Firma ihren Erfolg. Ich mochte diese bunten Fische schon immer. Auch mein Vater hatte schon eine Vorliebe für die Farbkarpfen. Als der Krieg vorbei war, haben wir damit begonnen, unser Koi-Geschäft zu vergrößern. Wir wollten es nach und nach auf das ganze Land ausweiten. Dafür haben wir wirklich sehr viel gearbeitet. All unsere Kraft ging in das Unternehmen. Wir waren immer mit vollem Einsatz bei der Sache. Der Großvater rief die erste japanische Koi-Gesellschaft ins Leben und gründete eine Berufsgenossenschaft für Züchter. Die Liebe zu den Fischen hat er an seinen Sohn und seinen Enkel weitergegeben.
Ich mag eigentlich alle Koi, aber diese hier im Teich gehören irgendwie zu unserer Familie. Wir verhätscheln sie seit Jahren genauso wie Haustiere. Deshalb sind sie uns besonders ans Herz gewachsen. Der Gelbe da hinten zum Beispiel, der kommt bestimmt gleich. Er sucht von sich aus den Kontakt zu uns. Deshalb mögen wir ihn besonders gern. Es gibt sonst keinen Fisch, der sich dem Menschen so sehr anpasst. Wenn man sich erst einmal einen Koi zugelegt hat, wird man feststellen, wie beruhigend das ist. Ich finde, ein Koi ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Fisch. In der Nähe des Stadtzentrums von Hiroshima hat die Familie ihre Geschäftsräume. Nur die vielen Fahnen deuten darauf hin, dass hinter diesen Fassaden wahre Juwelen schwimmen. Sie heißen Kohaku, Sanke oder Showa. Kenner sprechen von Varietäten. In Japan heißen sie Nishikigoi, Brokatkarpfen, schwimmende Gesamtkunstwerke, die bis zu 100 Jahre alt werden können. Unsere Vorfahren haben zufällige Mutationen bei den Karpfen immer wieder gezielt ausgewählt, entsprechend gekreuzt und schließlich so perfektioniert, wie sie heute sind. Die Schönheit dieser Fische entspricht also dem ästhetischen Empfinden der Japaner. Doch heute gilt das nicht nur für Japan. Die Zahl der Koi-Liebhaber ist auch im Ausland beachtlich gewachsen. Als schwimmende Flagge Japans müssen sie besonders schön sein. Tanshokoi, es bedeutet rot gekrönt. Anhand dieser drei Fische im Becken kann man zeigen, was einen guten von einem weniger guten Koi unterscheidet. Der hier ist der beste. Dieser ist der größte, aber nur der zweitbeste. Und der ist meine Nummer drei. Das Besondere an dem Fisch, den ich an erster Stelle platziert habe, ist sein roter Fleck. Er hat die schönste Form und ist im Verhältnis zum Kopf am ausgewogensten. Außerdem sticht der rote Farbton besonders intensiv hervor. Koi zu beurteilen, das hat Makoto bereits als Kind gelernt. Schon immer standen diese Fische im Mittelpunkt der Familie. Wie? Was soll das heißen, gar nichts mehr? Der Futterhersteller kann nicht liefern. Die Fabrik wurde durch den Tsunami im Nordosten Japans komplett zerstört. Jetzt werden die Vorräte knapp. Und wenn ich Ihnen sofort eine Bestellung rausschicke? Produzieren Sie denn jetzt wieder? Ja, wir brauchen es so schnell wie möglich, am besten sofort. Sie melden sich dann. Ja, gut, okay. Vielen Dank. Auf Wiederhören. 1000 Kilometer entfernt im Nordosten des Landes geschah die Katastrophe. Dort hat der Tsunami die Küste verwüstet. Auf den ersten Blick leben die Menschen in Hiroshima ihren ganz normalen Alltag. Doch die wirtschaftlichen Folgen des Unglücks sind überall zu spüren.
auch Monate später. Die Konishis versuchen dennoch, positiv in die Zukunft zu blicken. Für Japaner sind Koi etwas sehr Glückverheißendes. Ja, es sind glückverheißende Fische. Deshalb haben wir auch das Fest Koinobori. Wenn in einer Familie ein Junge geboren wurde, hissen wir an Koinobori eine Flagge in Form eines Karpfens. Das Karpfenfest. Japaner feiern es jedes Jahr im Mai zu Ehren der Jungen. Die Legende sagt, ein Vater solle zur Geburt seines Sohnes einen Koi kaufen. Genau wie dieser sei das Kind danach fähig, kraftvoll gegen den Strom anzuschwimmen. Blühen auch noch die Kirschen an diesem Feiertag, sind die Parks voller Menschen. Die japanische Kirschblüte steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit und ist eines der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur. Beim Karpfenfest repräsentieren blaue Fahnen traditionell die Jungen. Doch heute flattern vielerorts bunte Flaggen. Auch den Mädchen sollen die Fische Glück und Erfolg bescheren. Es ist diese Symbolkraft der Fische, von der Joji Konishi immer wieder aufs Neue fasziniert wird. Das Wunderbare an Koi ist die Tatsache, dass es so friedvolle Fische sind. Mit ihren Artgenossen fechten sie keine Kämpfe aus. Sie lassen auch den Menschen zur Ruhe kommen. Das ist es, was die Japaner am meisten an den Koi schätzen. Und auch die Europäer können das gut nachvollziehen. Auf einem 6 Hektar großen Grundstück in der Schweiz lebt das Ehepaar Marita und Armin Schmier. Sie haben ihre Liebe zu den Koi erst vor 5 Jahren entdeckt. Seitdem sammeln sie ausschließlich weibliche Fische. Die werden größer als die Männchen. Du hast immer noch Hunger, sag mal. Du hast immer noch Hunger. Das gibt es doch gar nicht. Der Frist hört nicht mehr auf. Das ist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Ja. Also wir haben uns gedacht, wir haben noch Platz für 1-2 Fische. Aber muss natürlich wieder größer sein, weil zu großen Fischen kann man einfach eine andere Beziehung aufbauen als zu kleinen Fischen. Ja, weil sie kommen, wenn man sie füttert. Deswegen haben wir die großen Fische alle. Und die kleinen sind dann oft ein bisschen ängstlicher und scheu. Und sie verstecken sich, wenn man Essen reinwirft. Und die großen, die kommen, man kann sie behandeln, man kann gucken, ob sie krank sind.